Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellbau König. Ja, ich bin der Christian und ich präsentiere euch hier den richtig heißen Scheiß aus der Firma oder von der Firma Tacom. Und zwar hört der Bausatz unter oder auf die Nummer 2152 im Maßstab 1:35 und es wird groß. Wenn dieses Modell, also die Startrampe mit der V1 und dem Druckerzeuger, dem Luftdruckerzeuger gebaut ist, haben wir nahezu eine Länge von 1 Meter. Das ist natürlich schon mal gewaltig. Und zwar haben wir hier die V1 Flying Bomb with Launch Sight. Kann man hier sehr schön sehen. Ne? Sehr schön dargestellt das Ganze. So fast die Länge von 1 Meter. 14 Spritzlinge haben wir, einen kleinen Etzelbogen, 18 Baustufen. 4 Bemalvorschläge für eine V1 haben wir enthalten. Wir haben einen Bemalvorschlag für den Dampferzeuger, einen Bemalvorschlag für die Startrampe. Und das Ganze kommt zu einem Preis von knapp unter 75 Euro. Und ich würde sagen, wir starten, wer uns kennt, mit der Anleitung, die hier in diesem flachliegenden DIN A4 Format startet. So, da haben wir hier in Englisch etwas zur Geschichte. Ich würde mir auch mal Deutsch wünschen, aber ja, gut. So, dann geht das weiter. Ganz Tacom-typisch haben wir hier etwas für die Piktogramme, die Sachen herausgearbeitet hat die Firma Armor of Mick. Daher haben die hier auch das Monopol, dann für die Farben anzugeben. Etwas zur Bearbeitung von Ätzteilen und auch von Dekels haben wir hier. Und dann geht es weiter mit der Übersicht über die Teile. Alles schon mal sehr übersichtlich, alles sehr schön und natürlich auch gewohnt wie von Tacom. Ja, wir starten mit der Rampe und hier ist es ganz wichtig, oder ich würde euch empfehlen, schreibt an die Unterseite wirklich den Buchstaben hin, weil nachher kommt das Ganze, kommt dann nicht durcheinander oder so. Hier kann man das sehr schön sehen, die einzelnen Bauteile ist hier schön wiedergegeben und so wird das Ganze dann zusammengebaut. Und hier haben wir dann schon fast die Länge von 1 Meter, also das ist schon relativ lang. Um das halt maßstäblich wiederzugeben, die V1 braucht hier ein bisschen, ich sag mal, Anschubs, damit sie sich dann auch in die Luft bewegt hat. So. V1, wer es nicht weiß, das V steht für Vergeltungswaffe und sollte dann den Endsieg bringen, hat nicht ganz geklappt. Was aber geklappt hat, sind die Impulse, die das für die Raum- und Luftfahrt gebracht hat. Mal dahingestellt. Hier ist dann der Marschflugkörper, so würde man das heute sagen. Und eine ganz interessante Geschichte dazu, während ich hier mal durch die Anleitung blätter. London ist ja bombardiert worden. Die Briten haben sich aber relativ schnell zu helfen gewissen, indem sie Fesselballons installiert haben, wo die sich verheddert haben, dann explodiert sind. Oder auch ganz wagemutige Piloten sind rangeflogen an die Seiten, an diese der Stummelflügel, haben die ein bisschen angeschubst, dann kamen die ins Trudeln, sind woanders gelandet und nicht sehr im Ziel auf jeden Fall. Die Trefferquote war relativ gering, also Aufwand hat sich dem Nutzen, wenn man das so sagen darf oder sagen will, nicht ganz gerechnet. Wie gesagt, was am Ende bleibt, das sind die Innovationen, die das für die Zukunft mitgebracht hat. Und hier gucken wir uns mal die Farbvorschläge an, ein bisschen näher. Ich versuche, dass es nicht blendet und wo das Ganze auch angegeben ist, ein bisschen was zur Alterung. Sehr schöne Sachen, wie von live, also von richtigen, echten Bildern, dann abfotografiert. So, da haben wir einmal das. Dann kommen hier die Sachen. War natürlich interessante Kriegsbeute. Wurde dann ausgiebig auch getestet von allen Kriegsparteien, die dann gewonnen haben. Und interessant ist auch für das Aggregat A4, dass viel von der Hardware den Russen in die Hände gefallen ist und die Software, ganz besonders die Wissenschaftler, die sind dann von den westlichen Alliierten übernommen worden, so kann man das schön sagen. So hier, entschuldigt bitte, der Luftdruck oder der Dampfdruckerzeuger, auch hier sehr schön, dass daran gedacht wurde, dass man halt dieses komplette Set so darstellen kann. Ja, hier einmal die Startrampe, da ist natürlich ein bisschen länger, auch in verschiedenen Seitenansichten. Dann sind wir auch schon durch damit. Also ich finde es super, dass sich ein Hersteller dafür annimmt. Ich weiß, das gab es mal vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren als ganz grausiges Resin-Modell. Da sind wir natürlich jetzt weit von entfernt. Und upsie, ich bin froh, dass es das gibt. So, der Spritzling H ist langweilig,
Gut, okay, flacher Karlauer, aber ihr seht, da ist nicht viel zu sehen. Da verschwindet nämlich ganz viel im Unterbau. Dreimal vorhanden, das gute Stück. Dann kommen wir schon zu etwas Interessanterem, der Spritzling Q. Und zwar interessanter einmal aufgrund der Machart. Und wir haben hier auch Artikel oder Sachen im Slide-Mode-Verfahren. Natürlich auch hier sehr schöne Detaillierung. Da kann man das schön erkennen hier. So läuft spitzkegelig zu. Also ich bin echt super begeistert, was wir in oder in was für goldenen Modellbauzeiten wir leben und was hier alles im Kunststoffspritzgussbereich möglich ist bzw. möglich gemacht worden ist. Ich meine, wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass diese Teile mal als regulärer Kunststoffbausatz rauskommen? Ja, seht ihr, genau, gar keiner. So, man wagte zu träumen, aber letztendlich, ne, es ist ja schon relativ exotisch, es ist kein Panther, es ist kein Tiger, es ist kein Leo, ne, kein Abrams, sondern das sind wirklich schon, ja, auch sehr viel interessante Sachen. Und auch für Museen und Sammlungen und so ergibt sich dann natürlich viel. Exponate sind teuer, Scratch bauen ist anstrengend, kann nicht ein jeder. Und da sind diese Bausätze natürlich wirklich, wirklich Gold wert. So, Detaillierung auch hier. Was man zur Kunststoffqualität sagen kann, da gehen wir hier nochmal nah ran und gucken uns das hier an. Ja, guckt euch mal hier die schönen Nieten rein an. Das ist wieder ein Träumchen. Da kann man sich so richtig beim Streaking und beim Pinwash kann man sich da so richtig schön austoben. Was man zu den Details sagen kann, ist wirklich sehr, sehr hochwertig, sehr detailliert. Wir haben hier keine Sinkstellen. Also der Spritzling J ist dreimal da. Wir haben hier keine Sinkstellen. Fischhäute oder sonstiges sind so versucht angeordnet zu worden, dass dementsprechend keine bösen Auswerfermarken da irgendwo zu sehen sind, sondern, naja gut, nach 152 Bausätzen in 1:35, da sollte man den Jungs von der Firma Tacom das auch zutrauen, dass sie ihr Handwerk dann aus dem FF dann auch beherrschen. So, und wenn man sich dann hier diese Details anguckt und so, da ist natürlich für den CAD-Zeichner wirklich, wirklich, das ist, muss ein Albtraum sein, das so darzustellen. Ich drehe es mal hier um, damit man es hier auch nochmal sehen kann, dass das dementsprechend auch so umgesetzt wird. Also eine schöne, schöne Sache, die uns natürlich freut und ja, wo man das dann würdigen kann, dass sich jemand hingesetzt hat und diese Arbeit so angenommen hat. So, ihr seht, viele Sachen wiederholen sich aus dem einfachen Grunde. Das Größte nimmt natürlich, wir haben den sogar fünfmal, entschuldigt bitte, den Spritzling, dass sich natürlich viel auf diese Startrampe, dass da viele Bauteile entfallen, weil es einfach auch das längste Bauteil dann ist. So, hier haben wir noch ein paar Kontrolleinrichtungen, ein paar Sachen und die sind auch im Slide-Mode-Verfahren gegossen. Hier kann man das schön erkennen. Gehen hier mal weiter. Also sehr gut. Wie gesagt, dieses Verfahren ist schon seit vielen Jahren ist es bekannt. In der Szene wurde viel oder wird viel im Autobereich verwendet. Der Kunststoffmodell hat das erst vor, naja, einigen Jahren für sich entdeckt und da freue ich mich immer über diese Sachen. Da war nämlich vorher so eine Detaillierung war da nicht möglich. So, nächster Spritzling, den haben wir hier. Der kommt einmal solo daher. Und auch hier sind jede Menge Sachen, die halt für diesen ja, Dampferzeuger dann erforderlich sind. Dann zur V1 habe ich ja schon mal so ein paar Eckdaten gesagt. Relativ einfaches, effektives Konzept, wurde dann ja noch weitaus überarbeitet in einer anderen, dann in der V2 oder Aggregat A4, wie es dann ja korrekt heißt. Vergeltungswaffe, das ist ja eher so ein Begriff von Herrn Goebbels, um das Ganze noch ein bisschen dramatischer klingen zu lassen. Richtige Vergeltung hat das nicht gebracht, wenn dann eher vielleicht Nadelstiche und jede Menge zivile Opfer. Ja, wie jeder Krieg, der das so an sich mitbringt. Gut, hier haben wir den Spritzling NW Nordpol. Diverse Sachen sind hier auch drauf. Auch hier, die kann man schön sehen. Mit diesen ja, typischen Tacom-mäßigen eckigen Spritzrahmen. Ich müsste eigentlich mal fragen, warum die so eckig sind. Ob das irgendwie eine Bewandtnis hat oder ob das einfacher ist oder so. Weil sonst haben ja
alle anderen Hersteller immer runde Spritzlinge. Und Tacom ist eigentlich der einzige Hersteller, den ich kenne, der halt diese eckigen hat. So, da seht ihr Sinkstellen, aber haha, genau da, wo sie hingehören, nämlich da in den Gussrahmen. Und das tangiert uns gar nicht. So, so sieht das von der anderen Seite aus. Alles okay soweit. Zweimal vorhanden, dieser Spritzling. So, dann kommen wir zur eigentlichen V1. Und hier kann man mal sehen, das ist ja 35 mal kleiner als das Original, also gar nicht mal so klein. Darum das Raketentriebwerk, hier dann ja die ganze Technik und dann natürlich der Sprengstoff enthalten. Und hier guckt doch mal auf die einzelnen Details, auf die einzelnen Sachen, die hier sind. Die Gravuren, die hervorgehobenen Teile, genauso wie die Nietung. Das weiß auf jeden Fall richtig gut zu gefallen. Also, goldene Modellbauzeiten habe ich ja vorhin schon gesagt. Warum? Weil wir noch nie so eine Vielzahl an Modellbauherstellern, an Modellbausätzen haben oder hatten. Das wird allerdings, und das muss man auch sagen, dadurch erkauft, dass viele Bausätze einmal rauskommen, vielleicht ein zweites Mal rauskommen, sie dann ausverkauft oder abverkauft werden. Das heißt, da muss man natürlich auch immer die finanzielle Spucke, wenn man das möchte, mitbringen, um dementsprechend den gewünschten Bausatz zu erhalten. So, Spritzing L ist relativ schwer, haben wir hier massive Kunststoffplatten. Ihr seht das, also die Stärke ist auch relativ, man merkt das, da ist schon ordentlich was in der Hand. Dann haben wir hier zum Gestell, wobei natürlich hier das Kleinste, das wird immer größer, kann man sehr schön sehen. Und auch hier die ganzen Nietungen, die ganzen Hölzer. So, und hier sind einige Auswerfermarken, da müsste man beigehen. Oder man platziert die halt dementsprechend so drinne, dass man die nachher nicht mehr sehen könnt. Würde ich einmal trocken anpassen. Und dann dementsprechend handeln, damit man sich später nicht ärgert, nach der Bemalung womöglich noch oder nach der Grundierung, dass man denn da nochmal ran muss. So, wir werden immer größer. Jeden Tag ein bisschen hätte ich jetzt beinahe das Kindergartenlied gesungen. Aber wie gesagt, hier sind die einzelnen Bauteile, die Halterung. Dann habe ich euch ja noch Ätzteile versprochen. Ja, jetzt haltet euch fest. Wer vorhin aufgepasst hat, der hat das schon gesehen. Das hier ist der kleine Ätzteilbogen, der da mitgeliefert wird. Relativ dickes Material, ihr seht das hier. So, und Obacht, hier ist eine kleine Folie drauf, vorne und hinten. Ich hoffe, man kann das jetzt hier sehen. Ich ziehe es hier nochmal ab. Und die muss natürlich dementsprechend abgezogen werden. Das hat sich so eingebürgert bei allen Herstellern, warum und auch immer. Keine Ahnung. Vorher ging es auch ohne die Folie. Warum das jetzt mit dabei ist, weiß der Schinderhannes. So, hier der Ätzteilbogen. Und der ist hauptsächlich für die Wartungseinrichtungen, für die ganzen technischen Hinweise. Die beiden X sind ja für die eine Deckel-Variante. Sehr super dünner Trägerfilm. Ihr seht das, sauber gedruckt. Das passt soweit. Auf die deutsche Rechtschreibung habe ich jetzt hier nicht geachtet. Manchmal kommen da ja die lustigsten Kombinationen raus. Lassen wir das so dahingestellt. So, knapp unter 75 Euro wird das Schmuckstück hier kosten. Zum jetzigen Preis kann natürlich immer noch mal in die Höhe gehen, je nach Wechsel-Dollar-Kurs oder was da auch immer so für Unbilden dazukommen. Expertise würde ich sagen, absolut empfehlenswert. Da bleibt stehen. Beide Daumen und der 11. Finger, der geht auch hoch. Also das ist wunderbar, das ist 1A hier. Ich bin hellauf begeistert, dass sich endlich ein Hersteller in Spritzguss dieses angenommen hat. Kann euch das wirklich nur wärmstens ans Herz legen, dass wir auch was ich mal bauen würde, wollen würde, was für ein Satz. Dann bedanke ich mich bei euch wie immer für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Beglückt uns mit einem Abo, nur so können wir wachsen und haben auch gegenüber dem Chef natürlich, können wir sagen, hier siehst du, das passt soweit. Dann ja, bleibt gesund und munter. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Christian, bis dahin.